Erzählt Ryan Garcia die Wahrheit oder dreht er durch? Fragezeichen. They do horrible things together, so they don't snitch against each other, and they're rich, so they hold each other accountable. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar gehen wir jetzt in das neue Flex-Doku-Video rein. Vor 34 Minuten hochgeladen. Ich bin live dabei, weil live dabei alles ist, weil wir sind ja schon live dabei. Und zwar heißt das Video, erzählt Ryan Garcia die Wahrheit oder dreht er durch? Fragezeichen. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt und habe mir ein, zwei Interviews von ihm reingezogen und auch Livestreams, die er gemacht hat, so. Und muss schon sagen, natürlich weiß ich nicht, ob da was dahinter steckt, aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass vielen Kids, die früh bekannt werden in Hollywood oder in der Industrie generell, einiger Scheiß passiert und dass viele Leute, wurde ja jetzt auch schon mittlerweile exposed hier und da mit Epstein's Island und P. Diddy und so, dass Leute aus diesen Industrien quasi ihren Gelüsten, was diese Pädophilie angeht, folgen. Und deswegen kann ich mir unter Umständen wirklich vorstellen, dass dem Ryan Garcia selber sowas passiert ist und dass er sich jetzt einsetzen möchte, das ist so sein Statement am Ende des Tages, dass er sich einsetzen möchte für alle Kids, denen schon mal sowas passiert ist und dass ihm egal ist, was die Leute da sagen, ob er verrückt ist oder nicht, er wird sich für die stark machen und einsetzen. Das ist grundsätzlich erstmal eine ehrenvolle Sache. Ich bin da auch so, ich setze mich auch gerne für solche Geschichten ein und ich finde auch, wir sollten mehr darüber reden, damit das den Leuten bewusst wird, dass dieser Handel mit Kindern und diese Pädophilie und diese ganze Scheiße im Hintergrund, gerade auch in Kreisen, wo viel Geld involviert ist, also die mächtigen Menschen auf der Welt, egal ob das jetzt Musiker sind, Politiker und so, da ist das Thema vertreten und ich finde, dass wir als Bevölkerung ein Recht haben, quasi auch darüber Bescheid zu wissen. Auch wenn die mit allen Mitteln versuchen, das geheim zu halten, finde ich, dass wir irgendwo ein Recht haben, das zu checken und das zu sehen. Und deswegen gucken wir uns das Video jetzt an, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch, wir gehen da rein jetzt. Los. Jo Leute, hoffe alles okay bei euch. Am heute. Alles nice, Bro, ich hoffe bei dir auch, bei Jutsta. Im Video gehen wir auf die kürzlich entstandene Ryan Garcia-Geschichte ein. Wir werden uns verschiedene Livestreams von Ryan Garcia anschauen, in denen er teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt hat. Und werden uns anschauen, ob er wirklich davon betroffen war. Die Themen, die im Video besprochen werden, sind der Weltuntergang, Propaganda, Bohemian Grove, ein bisschen das Thema Handel und eine gefakte Alien-Invasion, die in Kürze stattfinden soll. Wenn ihr kein Video mehr... Wilde, miese Recherche, Freunde, wir sind drin. Aber sowas von. Aluhüte auspacken, geht los, Digi. So, wird geschwurbelt. Lassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. 96, when you joined as a Clinton advisor, they were... Geil, Digga, Alex Jones, Bruder. Wir sind da, Bro. Republicans were criticizing you, oh, what about Bohemian Grove? And then you countered, them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Bohemian Grove, wild, Digga. Alex Jones hat sich einfach drin geschleust, wenn ich das so sagen darf. Komm, und da sind sie alle, ne? Die ganzen reichen, mächtigen Menschen der Welt, so quasi. Nicht alle natürlich, aber da sind einige gesichtet worden. Sogar aus Deutschland auch, Regierungsleute und so. Schauspieler, Bro. Und dann haben die da ganz komische Rituale vor irgendwelchen Bäumen gemacht und so. Das ist krass. Und Ryan Garcia hat quasi behauptet, dass er dahin verschleppt wurde und dann zugucken musste, wie ein Kind vergewaltigt wurde. Das ist eine harte Anschuldigung, Mann. Das ist ein harter Tobak, aber... Also, ist für mich, wenn du so guckst, was alles rauskommt, ist nichts mehr unmöglich. The rules of satanic worship is it needs to be in your plain sight. That's all I'm gonna say. Now, where would we be with an undercover operation and no Disney employees? Oh, yes, we always have Disney employees. The ancient prophecy that a red heifer will be sacrificed to inaugurate the building of the third temple and the bringing about of the Antichrist. Ryan Garcia ist ein Kalifornien geborener Boxer, der im Alter von 7 Jahren angefangen hat zu boxen. Im Jahr 2016, im Alter von 18 Jahren, gab Ryan Garcia sein Profidebüt. Seitdem hat er eine Reihe von Siegen errungen und sich einen Ruf als einer der besten Nachwuchsboxer der Welt erarbeitet. Bis vor kurzem war er noch unbesiegt. Doch das änderte sich am 15. September letzten Jahres, als er gegen Gervonta Davis antrat, der ihn durch einen Körpertreffer in der 7. Runde besiegt hat. Auf jeden Fall trat Ryan Garcia vor kurzem durch ein paar etwas krassere Behauptungen in die Schlagzeilen. Lass uns auf die verschiedenen Livestreams, Twitter-Posts und Gespräche... Der erste war der mit Andrew Tate, ne? Wo der das ausgepackt hat, glaube ich. ...gehen, in denen er diese Behauptung gemacht hat und wie real diese Behauptungen sind.
Die erste auffällige Aktion war ein verwirrender Instagram-Post, in dem er folgendes schrieb: Jungs, wir haben ihn. Ruhe und Frieden, Ryan Garcia. 666. Dazu hat er dieses Video gepostet. Kurze Zeit später fing er dann mit den krassen Behauptungen an. Auf Twitter schrieb er folgendes: Ich wurde mit 2 Jahren vergewaltigt. Wie würdet ihr reagieren von einem Familienmitglied? Digga, das... Das Ding bei dieser Sache ist jetzt so, ne, wenn du überlegst, also wir wissen natürlich nicht, ob da was dran ist oder nicht, ne? Aber was ich mich jetzt direkt frage, ist in solch einer Situation, wenn der Typ sowas tweetet, so, ne? Was hat er davon, da zu trollen, so? Wer würde damit trollen oder Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn er sagt, dass er mit 2 Jahren vergewaltigt wurde? Weißt du, was ich meine? Das ist so das, was ich als allererstes denke. Wie würde sich das anfühlen? Wie würdet ihr reagieren? 2 Tage später ging er in eine Gesprächsrunde mit Andrew Tate und hat diese Behauptung auch nochmal öffentlich auf Band gesagt. Auf jeden Fall hat er in dieser Gesprächsrunde mit Andrew Tate behauptet, dass er Zeuge vom Menschenhandel geworden ist, entführt wurde, an einen Baum gefesselt wurde und gezwungen wurde zuzusehen, wie Sachen mit Kindern gemacht werden. Er redete von einem ganz bestimmten Event, wenn man das so bezeichnen kann, das sich Bohemian Grove nennt. Gleich mehr dazu. You know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. You know the path Andrew. You're going down is dangerous, my friend. I don't. It is, bro. Especially when you like famous like him, bro. I don't give a. They can't touch me. I'm a god. Well, that's the first point of contention, because I care about you a lot, and I can assure you from my own. Hat er gesagt, I'm a god or I'm with God? I don't give a. I don't give a. They can't touch me, I'm a god. Die sagen nämlich, der sagt, ich bin Gott, ich bin ein Gott, aber ich glaube, der sagt, I'm with God, bro. I don't give a. I don't give a. They can't touch me, I'm a god. Well, that's the first point of contention, because I care about you a lot, and I can assure you from my own personal experience that they can touch you, which is... Safe. Nichtsdestotrotz, am Ende, wenn du mit Gott bist, bist du mit Gott, bro. Und wenn die dich wegen Wahrheiten dann irgendwie killen oder dass dir irgendwas passiert, dann bist du trotzdem mit Gott und du hast gutes Karma, Digga, du musst keine Angst haben, weißt du? Aber ja, Andrew hat auch recht. Wenn die wollen, dann können die dich auf jeden Fall... So. No, they can't, bro. All right, so come touch me, bitch. What the fuck are you talking about? If Alex could get a fucking video from the Bohemian Grove, of course I could. Auf dieses ganze Gerede von ihm, dass er ein Gott ist, gehen wir gleich nochmal ein. Das ist, Bruder, ich glaube aus dem Kontext, der sagt, I'm with God, weil er ist ein sehr gottesfürchtiger, der ist auch sehr gläubig. Ryan Garcia hat gerade über einen Mann geredet, der schon vor 24 Jahren über diesen Ort geredet hat. Und Alex! Ja, Maniac! Selber vor Ort war. Alex Jones war einer der ersten... Der Vater der Verschwörungsschwurbler, Digga. So. ...der online über solche Themen geredet hat. Er hat zum Beispiel, bevor die Türme in Amerika eingestürzt sind, immer wieder behauptet, dass diese einstürzen werden. Auch hat er über die Insel Bescheid gewusst, als alle noch dachten, es wäre eine Verschwörungstheorie. Ja, der Alex hat schon echt einige Sachen viel früher gesagt, als dass die Leute darüber angefangen haben zu reden. Muss man ihm schon lassen. Der hat aber auch schon die eine oder andere Scheiße erzählt, die dann ihm auch zu Verhängnis geworden ist. Haben wir ja in dem Talk mit Imp und Cassius Clay, haben die das ja auch angesprochen mit dieser, mit Sandy Hook und so, weißt du? Ja, Digga, da haben die den auch mies verklagt, über Milliarden, glaube ich, oder ein paar hundert Millionen. Er hat ebenfalls behauptet, dass mehrere Regierungen und große Unternehmen zusammengearbeitet hätten, um eine neue Weltordnung zu schaffen. Und zwar durch fabrizierte Wirtschaftskrisen, Überwachungstechnologien und vor allem durch interne Terroranschläge, die eine ausnutzbare Theorie schüren sollten. Am 15. Juli 2000 infiltrierte Jones die Bohemian Grove Zeremonie. Er nahm einen Teil der Zeremonie auf. Zu sehen war, wie ein Haufen Leute vor einer Eule stehen und ein Ritual abhalten. Digga. Diese Eule soll die Götze Moloch darstellen. Moloch wird in verschiedenen Kulturen verschieden dargestellt. In einigen Kulturen wird er als Mensch mit Stierkopf dargestellt und in anderen als Eule. Moloch ist die Götze, der normalerweise Kinder geopfert werden.
Das Anbeten von Moloch wird oft mit der Hoffnung verbunden, bestimmte Vorteile oder Gunst zu erlangen. Sei es Schutz, Fruchtbarkeit, Wohlstand oder andere weltlichen Belohnungen. Die Eule auf der Kleidermarke von Drake soll diesen Moloch darstellen. Soll sie Weisheit symbolisieren, da sie im Dunkeln sehen kann. Auf jeden Fall treffen sich seit dem Jahr 1899 jedes Jahr im Juli für 2 Wochen Politiker, Entertainer und generell einflussreiche Personen, um einen Götzendienst im Wald abzuhalten. Es dürfen nur Männer daran teilnehmen. So he went and snuck in to this place where like former presidents go. There's a photograph of Ronald Reagan with Herbert Walker Bush and a couple other people all standing around. And they would put on robes and they would worship an owl god and they would burn an effigy. And Alex snuck in and made video footage of this. That one is crazy, bruv. Dass der Alex sich da einfach rein, Bruder, das ist ein richtiger Mystiker. Der ist ein richtiger, der recherchiert richtig, Digi, weißt du, wie ich meine? Der kann wirklich sagen, ich habe mies recherchiert. Jungs, das ist auch nicht ungefährlich, ne? Sich da rein zu schmuggeln. Wie hat er sich da reingeschmuggelt? Es gibt ein Video, wir könnten eigentlich da mal drauf reacten, Digga. Es gibt ein Video, wo Alex das erzählt, wie der sich da rein gesneakt hat, so. And then no one's denying that it's real. This really did happen. Es handelt sich hierbei um keine Theorie, sondern eine Tatsache. Alex Jones, der Mann, der diese Sache an die Öffentlichkeit gebracht hat, sprach sogar mal den ehemaligen Clinton. Alex Jones ist auch schon jahrzehntelang am Start in dem Bereich, so, ne? Der ist schon immer unterwegs und interviewt Leute. Und damals war der auch noch ein bisschen. Ich glaube, das erste Ding, wo die den gecancelt haben, war, glaube ich, war nicht Sandy Hook, ne? War 9-11, glaube ich. Wo der schon auch kurz danach hinterfragt hat, ob das wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Und dann, ja, früher haben die den noch auf so Veranstaltungen und so, da war der noch ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen mehr anerkannt, sage ich mal, in dieser Medienwelt. Berater David Gergen auf diese Veranstaltung an. Der hatte einige Jahre zuvor bestritten, dass er wie die anderen nackt im Wald herumläuft. Doch als Alex Jones... Der sagt einfach, ich laufe nicht wie die anderen nackt im Wald rummäßig, ne? Also hat er schon quasi exposed, was die da machen. Und jetzt spricht der Alex Jones den darauf an. Darauf ansprach, behauptete er, dass er das nie gesagt hat. Auch betonte er seine Wertschätzung für den Club, sowie seine Freude, ein Mitglied davon zu sein. What was it, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you, oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, "I didn't run around naked like they do." I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any. Like that. Sehr selbstsichere Antwort gibt er da, ne? Also ich vertraue ihm sofort. Happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there. It's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy. Bester Mann, Digga. That blew it wide open and got the video. It's been on that. Bester Mann, Digga. Alex Jones hat über eine bestimmte... Warum haben die seinen Respond nicht mehr aufgenommen? Bruder, der macht den voll fertig danach. Mann, Digga, Flex, da hast du jetzt verkackt gerade. Wie der darauf reagiert hat, dass er sich reingeschmuggelt hat, wäre wichtig gewesen. Naja. ...Zeremonie gesprochen, bei der angeblich nur eine Inszenierung stattfand. Man wirft einen lebendigen Mann ins Feuer rein, um ihn für diese Götze zu opfern. Was? Doch viele behaupten, dass dies keine Inszenierung war, sondern wirklich stattgefunden hat. Wow. Schaut euch mal die Szene an. Once again, Midsummer sets us free. Der Schrei am Ende war... Ja, Digga, hast du den Schrei gehört, Digga? ...wirklich der eines Menschen. Bruv. Das hört sich mies verdächtig danach an, als ob einer gerade wirklich ins Feuer geschmissen wird. Oder nicht? Der Schrei am Ende war angeblich der eines Menschen.
Alex Jones behauptete, es sei alles nur inszeniert gewesen und niemand sei zu Schaden gekommen. Dennoch wird auch behauptet, dass Alex Jones im Allgemeinen eine kontrollierte Opposition sei. Das ist jetzt krass. Manche sagen Mossad Agent. Treffen eingeladen wurde. Er hat sozusagen gesagt, es ist inszeniert, damit er nicht zugeben muss, dass er Zeuge eines gewesen ist. Krass. Okay, jetzt hinterfragen wir den Hinterfragenden, na Mann. Wichtig. Viele haben sich gefragt, wie Alex Jones überhaupt in diese Veranstaltung kommen konnte. Bei diesem Event wird das gesamte Gelände von privater und staatlicher Sicherheit überwacht. Was bedeutet, dass normalerweise niemand eindringen könnte, da sie mit Waffen, Hunden und weiteren Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind. Deshalb behaupten viele, dass er eingeschleust wurde und er die Erlaubnis hatte, dies zu filmen, um sich einen Namen in der Verschwörungstheoretiker-Szene aufzubauen. Damit man eine kontrollierte Opposition in dieser Szene hat. Die Sache war damals sehr groß in den News. Hätte man nicht gewollt, dass es in den News landet, wäre es auch nicht da gelandet. Kurze Zeit nach Garcia. Schwierig, Bro. Schwierig, Digga. Also dafür hat der Alex schon hart auch gelitten, so, ne? Also was sie dem alles, also was dem wurde überall schon gecancelt wurde und so ein Scheiß, Digga, I don't know, Bro. Die haben den ja auf 300 Millionen verklagt oder 200, weiß ich nicht, in die Richtung auf jeden Fall. Schwierig, Digga. Und ich kenne die Story, wie der sich da angeblich reingeschmuggelt hat, dass der irgendwie andere Menschen ausspioniert hat und dann die Passwörter bekommen hat und so, wie er da reingekommen ist, bla bla bla. I don't know, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist schwierig, einfach einzuschätzen von außen so. Tut das Statement. Schien es so, als ob er von Geschäftspartnern und Investoren gezwungen wurde, ein Statement abzugeben. Indem er sagt, dass er sich nur noch aufs Boxen konzentriert und nicht mehr über solche Themen sprechen wird. Gleich gehen wir noch auf eine Geschichte ein, was die Krone zu bedeuten hat, die er da getragen hat. But I'm coming back to announce, I'm not going to speak on any other topic other than boxing, sports and my fight. Doch eine kurze Zeit später tauchte er wieder mit einem Statement auf. Über die berühmte. Ich denke mal, auch bei ihm ist es so, dass ganz viele Leute im Hintergrund quasi ihm auch sagen. Also ich habe mir einen Livestream reingezogen, wo sein Manager ihm die ganze Zeit gesagt hat, ey, wir reden hier nicht weiter. Und also seine Leute um ihn herum sagen ihm bestimmt, Bro, shut the fuck up. So wie das bei allen Leuten ist, auch die mit mir Talks gemacht haben, wo wir ein bisschen über Verschwörungstheorien oder einfach generell Theorien geredet haben, sodass dann die Leute in deren Business-Umgebung den allen sagen, dass die Schnauze halten sollen, weil das halt mittlerweile schon Common Sense ist. So. Das ist schon mittlerweile einfach logischer Menschenverstand, dass du nicht über solche Sachen redest, weil sonst hast du mit Konsequenzen zu rechnen. Und in der Zukunft wird es irgendwann so sein, dass es niemanden mehr gibt, der überhaupt noch irgendwas in die Richtung hinterfragt, weil alle einfach dann genau dieser Wave folgen und der Agenda. Das ist das Ziel meiner Meinung nach. Ich gucke hier gerade auf diesen Ausschnitt des Bildes und überlege mir gerade, ob ich da eine Erdkrümmung sehe. Ist jetzt off-topic, Digga, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so eine leichte Krümmung am Start. Oder? Sprach. Er behauptete, dass dies nicht die einzige Insel ist, die existiert. Er sagte auch Folgendes dazu. You know, Jeffrey Epstein ain't the only island. Of course not, bro. Think about that. They do horrible things together, so they don't snitch against each other, and they're rich, so they hold each other accountable. Facts. If you say something, I'm gonna say something, and everything comes down. Think about it. Außerdem... Ist klar, Digga. Das ist doch klar, bro. Hundertprozentig ist das so. Es ist eine Sache, die rausgekommen ist und an die Öffentlichkeit geraten ist, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die nicht rausgekommen sind und nicht an die Öffentlichkeit geraten sind. So. Behauptete er, dass der Ministerpräsident von Israel, Benjamin Netanyahu, ihn nach Israel einladen wollte. Am Anfang dachten viele, er redet Müll. Was? Der Netanyahu wollte Ryan Garcia nach Israel einladen? Er sagte zuerst, dass der Präsident sich mit ihm treffen wollte. Und später sagte er noch, dass er in geheimen Zimmern im Vatikan war. Aber einiges konnte er sogar belegen. Zum Beispiel hat er einen Chatverlauf gezeigt, in dem der Assistent von Netanyahu, Ryan Garcia, mitgeteilt hat, dass der Präsident sich mit ihm treffen will. What the fuck? Was will der? Lass mal kurz darauf eingehen, warum sich ein Präsident mit jemandem wie Ryan Garcia treffen sollte. Ich denke mal, jeder von euch hat mitbekommen, was in dem Gebiet gerade los ist. Seit circa 5 bis 6 Monaten wird pausenlos bombardiert. Natürlich weiß man, dass das nicht gut in der Öffentlichkeit Free Palestine ankommt. Deshalb soll man angeblich Stars einfliegen lassen, die dann Propaganda für sie machen. Der Comedian Bobby Lee behauptete zum Beispiel, dass sie oft Promis First Class umsonst einfliegen lassen und auf Kosten des Staates reisen lassen, nur damit sie über Social Media Plattformen positive Dinge über dieses Land posten. Krass. Leute, nur kurz erwähnt, der Comedian, der diese Sachen erzählt hat, hat es in einem Podcast erzählt, den er zusammen mit einem Juden macht. Es war also nicht antisemitisch gemeint.
Richtig. And it's on the house. They fly you first class, the whole thing. Wow. And I go, oh, who's going? He goes, it's going to be me, you, George Lopez, Jamie Chung, Brian Greenberg, her husband. I like it. I love him. I love Brian, right? And I go, it's free? And they go, yeah, it's not free. Because when you land... Propaganda. They go, you have to every day tweet positive things about Israel. Yeah. Right? Ja. Auch sprach Ryan Garcia die dutzenden vermissten Fälle von Disneyland an. Im Internet steht, dass viele wieder gefunden werden, aber immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass viele Statistiken verfälscht werden. Überall im Internet findet man Fact-Checks und so weiter, die die Sache angeblich widerlegen. Und Mitarbeiter sagen zum Beispiel, dass noch nie ein Kind verloren gegangen ist, was viele bezweifeln. Ich glaube, Disney würde auch nicht zugeben, dass viele ihrer Mitarbeiter Pädophile sind. Immer wieder werden bei geheimen Ermittlungsoperationen Disney-Mitarbeiter mit Kindern Material hochgenommen. Hört euch mal an, was ein Polizist über dieses Thema sagt. Now where would we be with an undercover operation and no Disney employees? Oh yes, we always have Disney employees. He's a bellhop at the Coronado Springs Resort on Disney. He's from Winter Garden. He confessed and he said, you caught me. Auf ein paar Sachen, die Ryan Garcia angesprochen hat, kann man leider nicht näher eingehen. Zum Beispiel hat er über das geredet, worüber schon Xavier Naidoo, Coolio und viele weitere geredet haben. Adreno. Und zwar Adreno. Leute, über das Thema Kinder und Adreno habe ich ein ganzes Video. Das. Echt? Die merkwürdigsten Geschichten über Hollywood und Mel Gibson. Das haben wir uns noch nicht gegeben, glaube ich. Aber nur auf Telegram verfügbar. Wen es interessiert, erster Link. Auf Telegram, nur? Beschreibung. Eine der verstörendsten Geschichten, über die Ryan Garcia geredet hat, betraf ein Topmodel namens Gabriela Rico Jimenez. Sie töteten viele Menschen für diese Klasse von Menschen raus hier. Sie haben Menschen gefressen. Ich wusste nichts, ich meine über die Attentate, ja, aber sie aßen Menschen. Tschüss. Kurz erklärt, es war ein Model, das sich in Politikerkreisen aufgehalten hat, bis sie durchgedreht ist, weil sie mitbekommen hat, dass diese Leute Menschen essen. Digga, stell dir mal vor, jetzt, wir gehen wieder in diese, also wir gehen da wieder so rein, dass man sich das mal vorstellt einfach, weißt du, wie ich meine? So. Wir wissen natürlich nicht, was die Wahrheit ist oder was nicht, aber stell dir mal vor, du bist ein Model, Digga, auf entspannt, machst dein Ding einfach so. Auf einmal kriegst du mit, dass die, dass, dann bist du mit irgendwelchen Politikern unterwegs und so ein Shit. Kriegst du mit, dass die Menschenfleisch essen oder Kinderblut trinken oder was auch immer, so, weißt du, ich, stell dir das mal vor. Also ich glaube, die Reaktion wäre dann auf jeden Fall angemessen. Auf der anderen Seite könnte es halt auch einfach sein, dass sie irre ist, ne? Muss man ganz klar dazu sagen, aber wenn man sowas sehen würde, dann würde man auf jeden Fall durchdrehen. Sie sind Kannibalen. Auch hat sie etwas von unterirdischen Höhlensystemen gesagt, in die geführt werden. Dazu habe ich ein ganz... Diese unterirdischen Höhlensysteme, die sind auch... hört man immer wieder, ne? New York, dann auch unter Diddy seiner Wohnung. Also von diesen unterirdischen Höhlensystemen hört man halt auch immer wieder. Also. Und es gibt halt in New York noch dieses unterirdische Netz. Einige behaupten, dass das genutzt wird, um Menschen, vor allem den Kinder, zu schmuggeln. Aber ich muss es nochmal überarbeiten, da es etwas älter ist. Wenn es fertig ist, wird es auf meinem Telegram-Kanal hochgeladen. Erster Link in der Beschreibung. Eine weitere Sache, die von Ryan Garcia thematisiert wurde, war eine gefakte Alien-Invasion, die in Zukunft stattfinden soll. Blue Bee mit den Männern, da? Gib mir die Blue Beamy-Vibes, Bro. Zu dem Thema habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht, aber lass uns nochmal kurz darauf eingehen. Project Blue Beam soll eine geheime Operation der NASA und verschiedenen Weltregierungen sein, in der man eine noch nicht auf den Markt gekommene Technologie nutzen will, die Hologramme in den Himmel projiziert, um eine Alien-Invasion zu inszenieren und so eine Weltregierung herbeizuführen. Wild. Diese Theorie wurde erstmals von Sergei Monast, einem kanadischen Journalisten, in den 1990er Jahren. Diese Theorie wurde erstmals von Sergei Monast. Chichen Itza. So. Wild. Einem kanadischen Journalisten in den 1990er Jahren verbreitet. Monast behauptete, dass Project Blue Beam in mehreren Schritten durchgeführt wird.
Zum Beispiel sollen zuerst auf der ganzen Welt verschiedene Artefakte auftauchen, die verschiedene Religionen widerlegen sollen. Oder den Anschein erwecken sollen, dass man diese Religion falsch verstanden hat. Zu dem Zeitpunkt, an dem das stattfinden soll, soll sich die Welt kurz vor oder in einem dritten Weltkrieg befinden. Diese Aliens werden dann angeblich kommen und die Retter sein, die einen atomaren Weltkrieg verhindern. Auf jeden Fall soll dann noch sogenanntes ELF genutzt werden, was Extreme Low Frequency heißt. Ihnen werden Stimmen in den Kopf projiziert, die sie davon überzeugen sollen, dass alles real ist. Wenn ihr euch das ist miese Verschwörungsmystik, Freunde. Auf YouTube umseht, wird in manchen Ecken viel über die Rückkehr der Götter geredet. Das soll angeblich Propaganda für dieses Projekt sein. Nibiru, Planet X und... Das gibt's schon länger, aber was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, dass diese Alien-Thematik immer größer wird, ne? Auch im Mainstream. Als dann diese komische Anhörung da stattgefunden hat in Amerika, dies, das, bla bla bla. Also das Thema Aliens und das Thema UFOs und so ein Scheiß ist auf einmal auch in offiziellen Bereichen groß geworden. Das hat mich erstmal suspicious gemacht. Also erstmal kam mir ein bisschen suspekt vor auf jeden Fall. Andere Sachen. Ryan Garcia erzählt die Geschichte der Operation aber etwas anders. There will be a great delusion set on Earth. How do you think everybody gets deluded? Because the rapture is going to happen when Jesus raptures his church. Obviously, there's beams of light. What does that remind you of? UFOs, alien abductions. So the people left on Earth are going to believe that it was an alien abduction and they're going to be set off with a great delusion. So all I'm trying to do is call people to Christ before it happens. So that's what they're going to do. That's the whole plan. There you go. I laid it out for you. Leute, der erzählt das einfach so kurz nebenbei, Digga. Hat diese Operation etwas mit dem Antichristen zu tun? Denn viele behaupten, dass der Antichrist nach dieser Alien-Invasion regieren wird. Er wird die Weltregierung leiten. Dass wir uns mittlerweile in der Endzeit befinden, ist in vielen Religionen bekannt. Doch vor kurzem ist etwas passiert, das dies noch mehr bestätigt. Und zwar stehen in Israel schon die 5 roten Kühe bereit, die vor dem Bau des dritten Tempels geopfert werden sollen. Wenn dieser Tempel gebaut wird, soll der Messias der jüdischen Bevölkerung erscheinen. Leute, bei unseren jüdischen Brüdern muss man immer aufpassen, was echt sagt, da man direkt als Antisemit in die Ecke gestellt wird. Tja, Digga. Ich will hier nochmal erwähnen, ich bin kein Antisemit. Ich auch nicht. Aber krass, diese 5 Kühe stehen bereit angeblich, oder was? Es wird behauptet, dass der Messias der jüdischen Bevölkerung der Antichrist ist. Und wenn diese Kühe geopfert werden und der dritte Tempel gebaut wird, soll dieser Antichrist erscheinen. The unlikely role red cows play in war between Israel and Hamas, where they're talking about the ancient prophecy that a red heifer will be sacrificed to inaugurate the building of the third temple and the bringing about of the Antichrist. Here's a selection from that 5-minute CBS video. A massive altar already awaits where the heifers are to be burned. According to some believers... Is this real, Digga? The ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. Haben die das wirklich gebaut da, diesen Steg und dieses komische Ding da? Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque. Das soll auch einer der Gründe sein, warum man keinen Frieden in dieser Region will. Wie ihr gehört habt, soll der dritte Tempel da gebaut werden, wo zurzeit der Dom der Al-Aqsa-Moschee steht. Leute, ich will nicht viel... Der Tempel soll da gebaut werden, wo... Oh, shit, Bro. Das ist jetzt gerade miese Recherche und die sagen, das könnte der... ...im nächsten Video spoilern. Aber fragt euch mal bis dahin, was das letzte Mal passiert ist, als man jemanden mit so viel belastendem Material hochgenommen hat. Vor welcher großen Sache wurde Epstein verhaftet? Mehr dazu im nächsten Video. Vor welcher großen Sache wurde Epstein verhaftet, Digga? Erzähl mal, was war da? Vor welcher großen Sache wurde Epstein verhaftet? Ich bin nicht drin, Digga. Da bin ich bin nicht so mies in der Recherche, wie man denkt teilweise, ne? Vor welcher großen Sache wurde Epstein verhaftet? 6. Juli 2019 am Flughafen. Okay, und was ist danach passiert, Digga? In dem Zeitraum? Weiß ich jetzt auch nicht, bin ich überfragt. Und jetzt kommt so ein Diddy gerade raus und der Flex-Doku sagt quasi, dass wir einfach nur 1 und 1 zusammenzählen sollen. Also diese Diddy-Verhaftung soll dann irgendwie was mit dem Zeug, was in Israel abgeht, zu tun haben, oder was? Gehen wir auf ein paar weitere Aussagen und Livestreams ein. Ein Livestream ist besonders verwirrend. Mit George? Gesehen haben, sind viele Sachen, die Ryan Garcia angesprochen hat, keine Fiktion. Nur die Frage ist, ob er wirklich entführt wurde und in Bohemian Grove an einem Baum gefesselt wurde. Die Reaktion zu den Aussagen von Ryan Garcia war unterschiedlich. Manche glaubten ihn, die anderen sagen, er habe sowas wie eine Psychose. Und sein zukünftiger... Wie gesagt, also ich hab mir ein Interview reingezogen von ihm und der wirkt mir jetzt nicht so,
als ob der eine Psychose hat, ganz ehrlich jetzt. Also ich habe mir ein langes Interview mit ihm und den Nelk Boys reingezogen. Wirkt mir nicht so, als ob er eine Psychose hat, Bro. Vielleicht ist er auch... Na, Devin Haney sagt, dass alles nur Schauspielerei ist. Um ihre... Diese roten Kühe müssen geschlachtet werden, etc., damit die rein werden laut Altem Testament. Okay, krass. Heftig. Crazy, danke für deine 100 Bits, Bro. Liebe geht raus, Cousin. Der am 20. April stattfindet, zu promoten. Es ist nicht gerade logisch zu behaupten, er habe das gemacht, um mehr zu verdienen. Das ist halt komisch, Bruder, diese Promo-Vorwürfe. Ich weiß nicht, Digga, das ist jetzt keine gute Promo für den, sag ich dir ehrlich. Denn wie er auch selbst mitteilte, wurden ihm nach dieser Aktion die Kreditkarten gesperrt und er konnte nicht mehr an sein Geld kommen. Es gibt auch schon einige Leute, die Sponsoring-Deals gekündigt haben und es wird sogar über einen neuen Gegner für Devin Haney gesprochen. Wenn er am Tag des Events alles auf... Bruv, wenn du solche Sachen raus, wenn du solche Sachen rausknallst, dann hast du mit Konsequenzen zu rechnen. Da, in dieser Welt leben wir. Würde, kann man noch sagen, es war gute Promo. Aber solange im Raum steht, dass er an das glaubt, was er davon sich gegeben hat, wird ihm in Zukunft viel Geld entgehen. Da niemand mit diesen Themen in Verbindung... Ja, es ist keine gute Promo, sag ich dir. Findet ihr, dass es eine gute Promo ist, Digga? ...gebracht werden will. Vielleicht könnte es auch das gleiche Szenario wie von Alex Jones behauptet sein. Und zwar, dass er das alles macht, um die Leute zu locken, die dasselbe Gedankengut haben. Apropos locken. Eine kleine Nachricht an meine christlichen Zuschauer. Ihr kennt das bestimmt, wenn plötzlich Hollywood-Stars, von denen behauptet wird, dass sie eigentlich Satanisten sind, auf einmal anfangen, über Jesus zu reden. Die Sache hat man schon sehr oft gesehen. Aber wenn man mal schaut, was diese Leute so anstellen, ist das schwer zu glauben. Ich will niemanden seinen Glauben absprechen. Der sieht aus wie ein Dämon. Und sagen, er ist ein Heuchler. Wer ist das? Aber bei einigen Leuten müsst ihr aufpassen. Wer ist der? Wie wir vorhin besprochen haben, wird ja behauptet, dass bald der Antichrist auftaucht. Im Islam zum Beispiel warten wir genau wie die Christen auf Jesus. Es wird gesagt, dass in der Endzeit Jesus auftauchen wird und den Antichristen besiegen wird. Im Islam wird zum Beispiel gesagt, dass der Antichrist sich zuerst als Jesus ausgeben wird. Das heißt, man wird die Leute... Das sieht man auch in diesem Film, den wir mal gereactet haben. Wisst ihr noch? Subliminal Messages von, ich wollte gerade Marvin Investigativ sagen, Norman Investigativ. Wie hieß das nochmal der Film? iPad Gold. ...ihm überzeugen, indem man sagt, es ist die Rückkehr von Jesus. Aber Jesus wird erst nach ihm auftauchen. Natürlich nicht alle, aber viele dieser Stars, die auf einmal anfangen, von Jesus zu reden, bereiten die Leute auf den Antichristen vor. Sie werden viele Leute davon überzeugen, dass es Jesus ist. Gehen wir auf die zweite Behauptung. Digga, Alter, Flex-Doku, Bruder, es ist halt schon... Es ist halt, Freunde, es muss allen von euch bewusst sein, ich will das in Zukunft öfter auf jeden Fall sagen, das sind alles Theorien, na, meine lieben Freunde. So, das sind alles Theorien. Flex-Doku ist auch gerne mal jemand, der zur Theorie noch eine neue Theorie aufstellt, warum manche Leute, aber wir wissen nichts. Wir wissen erstmal nichts. Und das sind alles Theorien und das sind keine Themen, wo wir wirklich sagen sollten, ey, das ist jetzt wichtiger als mein eigenes Leben und mein Traum und das, was ich erreichen möchte. So. Das will ich hier immer wieder dazu sagen, weil ich nicht möchte, dass ihr irgendwann so tief in der Scheiße drin seid, dass ihr dann auch wieder Manuel bei Domian anruft und sagt, wir werden von Echsenmenschen regiert und die Erde ist flach, Bruder. So. Arbeitet an euren Träumen, an euren Zielen, an dem, was ihr in der Welt erreichen möchtet, was ihr da lassen möchtet und gebt da Vollgas, weißt du? Mal hier und da sich eine Doku reinzuziehen und ein paar Theorien aufzustellen, ist nicht verkehrt, Digga, aber verschwendet euer ganzes Leben nicht damit. Viele Leute haben behauptet, dass er eine Psychose hat. Das lag daran, wie es den Leuten mitgeteilt hat. Die Reaktion von Ryan Garcia kann man einigermaßen verstehen. Aber es ist nicht sehr schlau, wenn man solche Dinge exposen will, dies emotional, durcheinander oder unüberlegt den Leuten vorzutragen. Wenn jemand versucht, auf die gleiche Art wie Ryan Garcia Dinge zu exposen, wird er natürlich direkt als verrückt abgestempelt. Weil er wie gesagt zu emotional an die Sache herangegangen ist und den Leuten nicht schlüssig erzählen konnte, was er da meint. Erinnert mich ein bisschen an mein Treppenhaus-Video. Doch der Hauptgrund... Zu spät, Leon. Wir sind jetzt alle schon zu tief drin im Schwurbelsog. Nein, 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 sind wir nicht... Wir sind nicht tief drin, Bro. Wir sind auf einem guten Level, sag ich mal so. Wir beschäftigen uns, aber wir lassen uns davon auch nicht überwältigen oder vernachlässigen unser Leben dadurch. Warum man dachte, dass er durchdreht, ist ein weiterer Livestream zwischen ihm und einem YouTuber. Darin äußerte er sehr... George Jenko, guter Mann, Digga. ...verwirrende Behauptung. Wie zum Beispiel, dass ihn oft Engel besuchen würden
und er Visionen gehabt habe, in denen er von Gott aufgefordert wurde, bestimmte christliche Bücher zu lesen. Danach geriet er in eine Art Trance und konnte durch Berührungen mit seinem Finger, den er seinem weinenden Baby auf die Stirn gelegt hat, das Baby zum Schweigen bringen. Er begann sich selbst mit Jesus zu vergleichen. Bei seinem Okay, das hört sich ein bisschen nach Größenwahnsinn an, ja? Statement trug er eine Krone, die laut christlicher Lehre Jesus bei seiner Kreuzigung trug. Für viele war es seltsam, dass er sich plötzlich... Einer sagt, das ist keine Schwurbelei, das wurde alles prophezeit. Bro, das Ding ist so. Auch diese Prophezeiungen, die du vielleicht gelesen oder gehört hast, so, sind Theorien. Also es sind keine Sachen, die du jetzt eins zu eins beweisen kannst, so, wo du sagen kannst, es ist so oder es wird genau so kommen. Ich will dir deinen Glauben nicht nehmen, du kannst da gerne dran glauben, aber was ich gemerkt habe mit der Zeit ist, man sollte nicht von Sachen, die man nicht weiß, zu krass überzeugt sein, weißt du, und zu krass fanatisch sein, weil du weißt es nicht. Aber du darfst natürlich glauben und du darfst auch glauben, dass das die Wahrheit ist für dich persönlich in deinem Leben. Aber sei nicht so überzeugt, dass du dann anfängst, also stur zu werden und zu fanatisch zu sein. Das ist das, wo ich persönlich sage, das will ich nicht sein und da möchte ich nicht hin und da möchte ich eigentlich auch nicht, dass Leute aus meiner Community da hinkommen, weil man immer schön noch entspannt bleiben sollte und auch akzeptieren sollte, dass andere, gerade wenn es ums Thema Glaube geht, einen anderen Glauben haben oder an was anderes glauben und das vielleicht nicht so sehen wie du. Und davon solltest du dich nicht angegriffen fühlen und du solltest auch nicht versuchen, die alle zu konvertieren und jeden dazu zu zwingen, deine Weltsicht zu haben, sondern einfach schön für dich dein Glauben haben, das, was du denkst und so alles schön und gut und jedem anderen sein Ding lassen. Jesus verglich. And if you don't mind me asking, how did God speak to you? Was it through a parable? Was it through the verses? Was it a dream? It was through so many ways, mainly through confirmation to what I was feeling in my spirit. Yeah. But then when I started getting visited by angels and then the stuff would happen in the ring and I would have so much power that I couldn't explain, it was obviously prevalent that God is calling me. Anscheinend ist Ryan Garcia überzeugt von dem, was er da redet. Ich meine, wer bin ich, dass ich ihm das abspreche? Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube schon, dass Gott mit dir reden kann auf eine gewisse Art und Weise und durch dich durchwirken kann und dir auch Kraft geben kann und in den richtigen Momenten Power geben kann. So. Genauso aber auch der Teufel. Und das darf man auch nicht verwechseln. Wichtige Geschichte. Aber wer bin ich jetzt, dass ich sage, dass das nicht stimmen kann? Und wie es aussieht, macht er dies nicht für Geld. Jetzt kommen wir wieder zu einer etwas krasseren Geschichte. Und zwar vielleicht stimmt alles, was er da gesagt hat. Immer wieder hört man von verschiedensten Leuten, dass ihnen Jesus oder Engel erschienen sind. Aber es wird behauptet, dass die meisten dieser Begegnungen eher etwas mit Dämonen zu tun haben. Auch kommt jetzt eine Information, die bestimmt viele nicht hören wollen. Aber er hat selber gesagt, dass er oft Weed konsumiert. Er kommt aus... Er raucht ab und zu Weed, Digga, und trinkt mal hier und da ein. Was ich jetzt selber persönlich nicht als gefährlich ansehe. Wenn er jetzt sich den ganzen Tag dich durchspliffst, so, dann ist das eigentlich auch... Jetzt nichts, wo man sagen muss, okay, der hat mal Weed geraucht, der ist safe verrückt oder hat eine Psychose. Kalifornien. Bestimmt habt ihr alle mal was von Kelly Weed gehört. Leute, das Grün, was zur Zeit rumgeht, ist nicht mehr das, was zum Beispiel mal vor 100 Jahren war. Facts. Mit der Zeit wurden die Sorten so genetisch manipuliert, dass sie oft einen überdurchschnittlichen haben, aber fast... Facts. CBD. Das sorgt dafür, dass die Leute Psychosen davon kriegen. Ein ehemaliger... Hat er recht, stimme ich ihm hundertprozentig zu. Das ist hier zum Glück in Mexiko nicht so. Hier kriegst du noch richtig original, kein stronges Weed so. Aber diese ganze hochgepanschte Scheiße, Digga, mit so viel THC-Gehalt und so. Also in Deutschland zum Beispiel, normales Straßenweed so, kann ich gar nicht mehr rauchen, Digga. Was du da normal auf der Straße bekommst von den Dealern und so, das ist so aktiv, Bruder. Da kriege ich direkt so, da fühle ich gar nicht. Null. Psychotherapeut hat mal erklärt, was diese Psychosen auch sein können. Und zwar, dass man sich durch bestimmte Substanzen für Dämonen aufmacht und so anfängt, Sachen wahrzunehmen, die man normalerweise nicht wahrnehmen kann. Er hat zum Beispiel behauptet, dass viele in der Psychiatrie eher ein Problem mit Dämonen anstatt mit ihrer Psyche haben. Und diese genau wie Ryan Garcia erzählen, dass sie in Gestalten erschienen sind. So, the traditional psychotherapies that they teach in universities don't take into account the spirit of the human being. I've talked about you in a bunch of my videos. Spirit of the human, yeah. I even interviewed a schizophrenic who was kind of famous on TikTok. He's an artist, and we had a whole conversation. I even mentioned you a bunch of times about how these voices could be actual entities, and I was telling him about that. And he sees like vivid hallucinations, and he draws them out. So that's his job. He's actually an animator. And the cool thing about his TikToks is
he's able to animate, basically simulate what he's seeing and hearing 24/7. And his depictions of what he draws are very interesting because the type of entities that he sees, you also see the same type of entity on drugs like tryptamine, DMT, and they're usually these strange... DMT, LSD und so. Habe ich noch nie genommen. Clown, elf, jester type beings. I don't know if you've ever, if your patients ever told you the same thing, that they see these similar type of entities. Now, what they report to me the most, both the schizophrenics and the meth users. Das ist schon miese Recherche gerade, ne? Ist interessant. Were shadow people. They're three-dimensional shadows that can walk through walls. They appear, they're darker than the rest of the room. They hardly ever speak. And if they can see their eyes, they're in worse shape. I would even use that as a diagnostic tool. If they saw their eyes were either lime green or red. But I never heard them hurt anybody. They would scare people half to death. You know, but they would never hurt anybody. But then, you know, that's one class of energetic being. And the Native Americans used to call them the Watchers. Leute, nur mal kurz erwähnt, ich will hier nicht suggerieren, dass Ryan Garcia durch ist. Ich fand es einfach interessant, dass er sagt, dass ihm Engel erschienen. Oder sind wir nicht alle irgendwo durch? Der Cousin ist safe ein bisschen durch. Was aber auch nicht verkehrt ist, so. Weißt du? Ja. Dieser ganze Druck in der Öffentlichkeit und so famous zu sein, auch mit 18 schon ein heftiger Boxer und dies, das, viel Geld zu verdienen, Millionen zu machen, Dinge zu sehen in Hollywood und so. Digga, das ist auch nicht so einfach, ne? Das ist, ich glaube, die, ja, jeder. Ist ein bisschen durch da in dem Bereich auf jeden Fall. Ich meine, ich bin auch durch, würde ich bezeichnen. Würde ich sagen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich kann das nicht richtig einschätzen. Manchmal kommt es so rüber, als ob der ein bisschen Realitätsverlust hat und einfach irgendwas da vor sich hin schwurbelt so. Manchmal habe ich das Gefühl, der ist voll klar und voll bei sich und es macht Sinn, was er da erzählt. Wir wissen es nicht, Freunde. Wir wissen es nicht. Das ist halt immer die schwierige Sache, von außen sich das reinzuziehen und dann ein Urteil zu fällen. Leute sagen, ja, der hat eine Psychose, ja, der ist dies, der labert nur Scheiße, das ist das, das ist so, das ist so, das ist so. Jeder hat direkt eine Meinung dazu, aber keiner weiß wirklich, was bei ihm abgeht, so, weißt du? Und der Psychotherapeut etwas Ähnliches über mehrere Patienten behauptet. Im Endeffekt haben viele Sachen, die er da behauptet hat, gestimmt. Es gibt den Bohemian Grove, es gibt Kinder, es gibt wahrscheinlich auch mehrere Einstein-Inseln und wir sind wahrscheinlich auch in der Endzeit. Aber diese Behauptung, die er nicht belegen konnte, haben seine Aussagen etwas diskreditiert. I'm gonna touch this really quick. Really, really quick. The rules of satanic worship is it needs to be in your plain sight. That's all I'm gonna say. So everything that I'm saying is right in front of your face. And you're not doing anything about it. You're not doing anything about it. I'm screaming to the world, putting my reputation on the line. I got people wanting to cancel the fight. People telling me I need to go to a mental rehab to put me into the psych ward because I'm speaking the truth. Kurz. Da hat er mir jetzt nicht verrückt gewirkt, sag ich dir ehrlich. Zu legalisieren. So. Es war based, Bro. Leute. Diese TikTok-Filter, ne? Haben voll die Authentizität verleiht, dem Ganzen. Wanting to cancel the fight. People telling me I need to go to a mental rehab to put me into the psych ward because I'm speaking the truth. Kurz etwas zur Legalisierung. Leute, am besten gar nicht, aber wenn ihr euch wirklich wegen der Lage in Deutschland Pflanzen ziehen wollt, sucht euch Sorten mit einem niedrigen THC-Gehalt aus. Wenn es nur einmal in 2-3 Monaten wäre, dass ihr so potentes braucht, wäre das nicht so bedenklich. Aber wenn ihr dann eine ganze Pflanze oder drei ganze Pflanzen mit so hohem THC-Gehalt habt, werden manche von euch mit der Zeit mit Sicherheit psychische Probleme bekommen. Bei den Samen, die ihr euch holt, immer schauen, dass diese einen niedrigen THC-Gehalt und einen hohen CBD-Gehalt haben. Facts. Gebe ich genauso an meine Community auch weiter. Die über diese Themen. Schreibt es unten in die Kommentare. Wildes Thema auf jeden Fall. Finde ich gut, dass der Flex-Doku ein Video dazu gemacht hat und dass wir das direkt supportet haben nach halbe Stunde Veröffentlichung schon. Gute Sache, Digga. Liebe geht raus an Flex-Doku. Schöne Aufarbeitung. Ich liebe dich, Bro. Mach genauso weiter. Immer sehr spannende, stabile Videos. Liebe geht raus. Wie gesagt, schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.